ich das fest. Aber wie gesagt, ich denke, die Bahn ist einfach euer 3,7G, 2,7G, minus 1,1G, das ist auch. Fahrstrecke 800 Meter, 15 Meter, 10 Stürze, aber ich bin auf die Wertung gespannt. Ich glaube, die Bahn ist zu extrem, die hat eine zu hohe Intensität und damit bestimmt auch eine zu hohe Übelkeitsrate, vermute ich einfach mal. Wir müssen mal, wie gesagt, abwarten, bis es eingeblendet wird. Oh ja, Intensität sehr hoch, das ist, das wird nix. Können wir im Prinzip gleich wieder zumachen. Wenn ich... Das wird, glaube ich, nicht so funktionieren. Dann müssen wir mal diesen ganzen Abschnitt hier abreißen. Wenn ich den Hügel ein bisschen niedriger mache, dass die nicht ganz so schnell fahren. Also ungefähr so. Ist natürlich jetzt blöd, weil man jetzt hier dieses... Oder? Achso, da ist jetzt das Ding im Weg. Ach, Scheibenkleister. Ich kann es auch in die andere Richtung wegdrehen, dass das dann hier so eine Kurve noch fährt und dann dort andotzt. Aber ich glaube, das ist dann zu hoch. Das kommt dann hier nicht hoch, ne? Wenn das bloß eine Höhe 24 hat. Dann muss ich das Ding auch noch flacher machen. Das ist ja eigentlich kein Problem. Ach, weißt du was, ich reiße das nur komplett ab hier. Ich speichere vorher nochmal kurz ab, weil ist schon wieder eine Viertelstunde vorbei. Und dann versuchen wir es einfach mal von neuem. Oder wie sehen eigentlich die Vorlagen aus? Als nächstes kommt Weltraumkreisel. Das ist eine Attraktion, die auch immer gut ankommt, aber relativ schlechte Wartezeiten haben. Wood Twist, das ist sowas hier. Das ist sowas. Und wie sieht das bei der anderen Achterbahn aus? Mal ein paar Vorlagen angucken. Woodschiff. Das ist einfach sowas hier. Sowas könnte man mal versuchen zu bauen. Und Mischief. Also hoch und dann einfach so ein bisschen im Kreis gezuppelt, wie ich immer so schön sage. Aber ich will den Entwurf nicht selber, ich will den Entwurf nicht bauen, ich würde es gern selber entwerfen. Weil das macht viel mehr Spaß. Fangen wir mal hier an, dann wird es halt nicht ganz so eine große Achterbahn. Ach, warte mal, ich mache das anders. Wir erhöhen hier ein Stück einfach mal. Senken das wieder ab. Wie lang soll die Station sein? So, hier denke ich mal, ist in Ordnung. Da können wir nämlich ja schon mal einen kleinen Lift hier reinbauen. Könnte man nämlich zur Not auch hier unten drunter bauen. So, das ist dann so eine weite Kurve. Warte mal, da kommt mir gerade eine Idee. Jetzt habe ich gerade eine Idee, wenn man das einfach so ineinander so drei Runden macht und dann immer die Kurve enger wird. Na, ja, das könnte auch schon wieder zu hoch sein. ...3D-Kino kaputt. Das könnte jetzt eigentlich von der Geschwindigkeit her eher zu flach sein bei der Höhe.
Ich will die Eintrittspreise nicht erhöhen. Wie oft denn noch? Und ich habe den Preis sicherster Park des Landes bekommen. Juhu! Das nenne ich doch mal eine Auszeichnung. Ich befürchte, die Bahn wird nicht so, wie ich es mir vorstelle. So, hier kommen jetzt die engen Kurven rein und dann das Action-Foto. Ach, da hat es auch Bremsen gegeben. Ich muss jetzt irgendwie hier durch und den Weg zur Station finden. Ist mir eigentlich hier hinten das zu niedrig? Das müsste eigentlich auch höher 8 werden. Weil so, obwohl, wenn ich hier hinten durchbaue, mal ausprobieren. Ach, jetzt ist das hier zu weit. So habe ich mir das vorgestellt, auch wenn das vielleicht nicht die schönste Bahn ist, aber mal gucken, ob die überhaupt so funktioniert. Das ist dann immer so der spannende Teil. Klappt das, wie es gedacht war, oder klappt das überhaupt nicht? So, hier geht erstmal der erste. Sonst müsste man hier vielleicht kürzere Wagen nehmen. So, jetzt geht er runter. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die durchkommen. So, der erste fliegt runter. Oh, mit 60, das ist schon nicht schlecht. Hier ist er um die Kurve. Er hält seine Geschwindigkeit. Durchs Infield. Na, bei dem Speed könnte man den einen oder anderen Hügel noch ein bisschen höher machen im Prinzip. Ah, die ist auch nicht ganz Stationsbremsen versagensicher, die Bahn. Aber so schlecht ist die nicht geworden, finde ich. Hier hinten den Übergang in die Station könnte man noch optimieren, aber da fehlt uns hier hinten der Platz und hätte es nämlich hier hinten rausgebaut und hier so eine Kurve gemacht, dass so diese Form bleibt. So haben wir hier so einen kleinen Ausläufer, der in die Station fährt. Intensität hoch. Ah, hohe Intensität. Da kann ich den Hügel zum Beispiel noch ein bisschen... So ein steiler bauen, oder? Kann sein, dass es jetzt vom Platz nicht passt. Das ist kein geschlossener Kreislauf. Oh. So haben wir einen höheren Huckel, der vielleicht noch so ein bisschen Speed rausnimmt. Aber ich würde auch gerne kürzere Wagen nehmen. Mal dann auch bei zwei Wagen bleiben.
Aber ich könnte die Station noch eins höher bauen, damit es dann wirklich ein bisschen abbremst. Aber wir gucken uns das jetzt erstmal an. Aber gut, selbst wenn die Bahn zu intensiv wäre, würde ich die trotzdem eröffnen, weil so schlecht waren die Werte ja auch nicht. Man muss dann wirklich irgendwo noch eine Bremse reinziehen, aber sowas will ich halt immer vermeiden. Das, die Bremse soll rein physikalisch durch die Schwerkraft stattfinden. So, hier geht es diesen Huckel hoch. Dann die Kurve mit 50, das ist eigentlich auch noch akzeptabel, finde ich. So, jetzt ist die Frage, ob die den Hügel hier kriegen. Knapp kriegen die den. Aber sind die halt hier hinten langsamer. Ja, es ist immer noch nicht dazu ins Bremsen, muss man sagen. Aber ich glaube, an der Stelle waren sie ein bisschen langsamer als vorhin. Ich glaube, mit Leuten, wenn da Leute drauf sind, dann dürfte sich das auch wieder ein bisschen relativieren. Schauen wir uns mal die Testergebnisse an. (1,14) minus 1,16, Fahrstärke 610 Meter, Stürze 9. Ja, naja, komm, wir machen das Ding einfach auf jetzt. So, ketteln man das an. Ich würde eigentlich gerne so einen Weg bauen, der sowohl als ob immer hier unten an dem Ding lang führt. Ah, jetzt räumt es hier den ganzen, das ganze Gebüsch ab. Bei Maze, jetzt sind sie sozusagen hier nackt und jetzt kann man dort reingucken. Jetzt müssen wir wieder zumachen. Ja, es ist zwar immer so ein bisschen nervig in RCT, dass man das so machen muss, aber genug Bänke zum Hinsetzen, falls die Leute, ihr wisst schon. Sich die Achterbahnfahrten noch einmal durch den Kopf gehen lassen müssen. Jetzt haben wir halt hier so einen hässlichen Übergang, aber ist halt so. Warte mal, das können wir doch eigentlich schöner machen, indem man das einfach so ein bisschen bunt anmalt. So. Ich mache die Warteschlange mal nicht ganz so lang. So, das ist die Bahn jetzt. Wie nennen wir die?